Wir stehen an der Kreuzung Oberwilker Allee Kruppstraße mitten im Testfeld Lastring. In diesem Testfeld testen wir eine neue Markierung aus, eine Markierung der Radwege mit Rot an den relevanten Kreuzungspunkten. Unser Ziel ist es, mehr Aufmerksamkeit auf den Radfahrer zu lenken, den Radfahrer dadurch sicherer über die Kreuzung kommen zu lassen und ein angenehmeres Fahren zu ermöglichen. Das Testfeld Lastring besteht aus 13 Kreuzungen, beginnend an der Mekomstraße und bis hoch nach Düsseldorf-Zoo hineingehend. Es sind die wichtigen Kreuzungen, wo starke Straßen den Lastring queren. Für uns ist wichtig, dass diese Markierungen auch wirklich die Sicherheit für den Radfahrer verbessern. Deshalb werden wir diesen Prozess beobachten. Mindestens ein Jahr. Ein Jahr ist notwendig, weil wir dann zu allen Jahreszeiten, zu allen Wetterbedingungen, auch zu allen Hell-Dunkel-Situationen die Kreuzung uns anschauen können. Wir werden beobachten, was für Konflikte zwischen Autofahrern und Radfahrern entstehen, ob es mehr oder weniger werden, ob es mehr Unfälle gibt. Wir werden das alles sehr genau dokumentieren und ausarbeiten. Und mit den Ergebnissen werden wir dann wissen, wo wir in Zukunft an Kreuzungen in der Stadt Düsseldorf diese Rotmarkierung sinnvoll anbringen können.